So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomehobbits und denkt zu einem neuen Part. Super Mario Odyssey mit dem Zwergenfürst. Und heute geht's, wie versprochen, weiter hier mit der nächsten, mit dem nächsten Level in Part 2. Welt 3 in Level 2. Und hier, wir sind beim Inneren der Odyssey. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Hier haben wir später noch einige Auswahlmöglichkeiten, um unseren lieben Klempner zu bestücken mit Mützen und mit Outfits. Momentan haben wir nur das klassische Outfit. Ja, sehr gut. Die Odyssey, das ist ja hier Standard. Dann können wir schon drauf. Nein, können wir noch nicht. Machen wir später noch. Zeige ich euch später noch die Eingangswege für die Odyssey. Erstmal müssen wir diese mit dem Globus aktivieren. Ja, auf dem Globus müssen wir. Stimmt. So, hier. Auf in ein anderes Land. Los geht's. Let's go. Und ja, Hutland waren wir, Kaskanland waren wir. Jetzt geht's ins Wüstenland. Auf geht's. Neu. Da startet die Odyssee los. Zum ersten Mal fliegt sie aus dem Felsen raus. Haben eine kleine Animation. Ein Cutscene. Bricht aus dem Felsen raus. Und auf geht's. Auf geht die lange Reise der Odyssee. Kapitänsmütze. Captain Mario unterwegs. Über den Wolken. Mario über den Wolken. Mit der Odyssee. Na, wie gefällt's dir als, wie gefall ich dir als Kapitänsmütze? Ganz schön fresh, oder? Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich Bowser. Richtig. Gut, mit der Odyssee holen wir ihn in 0, nichts ein. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Stampfattacke. Um Blöcken oder Gegnern unter dir oder Boden neben Händen fertig zu werden, geht nichts über eine Stampfattacke. Drücke ZL in der Luft, um mit Hilfe einer Stampfattacke alles unter dir zu pulverisieren. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Falls du mal nachschlagen möchtest, kannst du jederzeit einen Blick in die Anleitung werfen. Danke, aber nein, danke. Ich verzichte. Das lerne ich alles selbst. Learning by doing. Du kannst jederzeit das Menü mit Plus öffnen und die Anleitung auswählen. Schauen wir doch mal, was hier über das Wüstenland steht. Wie der Name vermuten lässt, ist es von Sand bedeckt und wohl auch ziemlich heiß. Dort gibt es Ruinen zu sehen und jetzt kommt den sogenannten Ring der Einheit. Der bindet Leute wie ein Erik. Dieser Bowser klingt ja ganz nach jemandem, der eine solche kostbare Antiquität für seine Scheinhochzeit stehlen würde. Na dann, auf geht's, schnappen wir es uns, bevor Bowser sich schnappen kann. Ab geht's ins Wüstenland. In die Brutzel-Ebene. Oben auf dem Ruinenturm. Das ist unser erster Mond. Oben auf dem Ruinenturm. Aber was ist los? Mario friert. Wir haben es geschafft. Unsere erste Fahrt mit der Odyssee war ein voller Erfolg. Es ist furchtbar kalt und ich dachte immer, in der Wüste wäre es heiß.
Warum leuchtet es auf der Turmspitze? Ist da etwa ein Mond? Ja, wir werden es wohl sehen. Da werden wir wohl mal auf die Turmspitze steigen müssen. Aber es ist kalt. In der Wüste. Der Mario friert die ganz. Ihr seht das, wie er zittert. Der arme Mario. So, was ich mal versuchen wollte. So, was ich mal zeigen wollte. So, hier. Können wir das machen? Nee, hier nicht. Aber hier. Ich kann mal eine Stampfattacke machen und zack. Da haben wir einen Eingang in die Odyssee. So. War kurz, hier müsste doch, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ja, genau. Können wir hier auch noch rein in die Odyssee. Haben wir auch noch einen Weg durch den Schornstein. Die Odyssee. Und dann war nicht hier am Fenster noch was? Können wir hier nicht durch ein Fenster rein? Ich meine doch. Na egal. So. Zwei Wege gibt es auf jeden Fall hier. Rein in die Odyssee. Und hier sind wir. Konzentrieren wir uns mal aufs Mondland. Oh. Können wir Kristalle zerstören? Das ist vielleicht gar nicht so falsch. Mal. Ja, den großen Kristall können wir jetzt bestimmt nicht zerstören. Und die etwas kleineren hier. Und die können wir uns zu uns kümmern. Die nicht, aber die kleinen hier, die ganz kleinen. Und da meine neue Kreatur. Sprechen wir mal mit ihr. Mir ist doch kalt. Was ist hier nur passiert? Alles fror auf einmal ein. Dem ist auch ganz kalt, deshalb wackelt er so auf und ab und zittert so. Deshalb tanzt er so extrem. Damit ihm wieder warm wird. Was mit dir? Komm schon, Taxi, ich warte schon. Seit einer halben Ewigkeit. Aha. Willkommen in unserem Shop. So kalt ist denen, dass die hier schon stottern vor Kälte. Und ich habe den ersten Shop. Hier sehen wir auch hier beim Niedernen. Herzlich willkommen. Vielleicht wird es uns erklärt. Rede mal kurz über deine Münzen. Du besitzt Münzen und deine Dreiecksmünzen. Niedernmünzen. Goldene Münzen kannst du überall einsetzen. Niederne Münzen kannst du nur in dem Land, in dem du sie gefunden hast, ausgeben. Hallo. Okay, jetzt haben wir hier den Niederne Münzen Shop. Da haben wir natürlich noch nichts. Da können wir regionale Produkte kaufen. Hier Sticker für die Odyssee und Klamotten passend zur Region und so ein paar Skulpturen, Statuen. Bis zum nächsten Mal. Wir schauen uns erstmal hier um. Bei Goldmünzenverkauf. Hallo. Hier können wir Kraftherzen kaufen für 50. Ein Mond für 100. Ja, Mond kaufen, das ist dann. Dann geht es dann später darum, wenn uns die Monde fehlen. Hier können wir eine Mütze kaufen. Cap Outfit. Hier für 1000 könnten wir uns gleich mal eine Badehose, Punkteschurz kaufen. Das ist jetzt ein bisschen, naja, Badehose jetzt hier in der Kälte. Crazy Cap Hut können wir hier. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal. Das ist jetzt nicht so. So speziell sieht das nicht aus. So begeistert bin ich davon noch nicht von dem Sortiment, dass da mir sofort was kaufen würde. Aber hier haben wir erstmal schon mal. Hier haben wir schon drei rote Münzen. Sag ich schon. Bin ich halt gewohnt aus Mario, dass die rot sind. Fehlanzeige. Sind niederne Münzen. Violette. Hoch und da gibt es noch ein paar rote Münzen. Lilane ist auch ein Rotton, nee, eher ein Blauton, aber ja, gut, Kollege.
Ist dir auch kalt? Solltest du nicht vorlaufen, geh einfach in die Richtung von dem großen glühenden Licht, ja? Ja, ja, ich will mich nur mal kurz umgucken. Ich will mich hier nur mal umschauen hier. Okay, das können wir noch nicht machen. Ist noch nicht ausgefrostet. Gucken wir mal, was da steht da drum. Erstmal ein bisschen Elektrolicht fahren. Nö, ich glaube, hier gibt es nicht mehr so viel. Denn wir können da oben noch aussteigen. Da gibt es einen Mond. Ist ein Mond. Ja gut, dann muss wohl über die Dächer daran kommen. Denen ist nach wie vor kalt. So versucht man hier rüber zu kommen. Ja, so geht's. Hallöchen. Ein Schnackelkehlchen. Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß. Haha. Ich kann dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Vom Taxi gefallen. Der hier ist irgendwo versteckt. Auch such ihn und finde ihn. Cheep, cheep. Also vom Taxi gefallen, das sind dann spätere Monde. Ich gebe einen Tipp, wo wir den nächsten Mond finden. Den nächsten versteckten Mond. Okay, hier gibt es eine kleine Röhre. Der kommt natürlich erstmal rein hier. Oha, das ist ein Minispiel. Irgendwo hier im Raum ist ein Preis versteckt. Spüre die Vibration, lass dich von ihr leiten und sie wird dich hinführen. Aha, ja, der Controller vibriert hier im Raum. Und an der Stelle, wo der Mond ist, vibriert es heftiger. Müssen wir Stampfattacke machen. Na, das muss doch hier irgendwo in der Ecke sein. Na, hier waren wir schon. Na, wo vibriert es ja am besten? Hier in der Ecke. Ich sag doch hier. Na, komm hier. Auf der Platte hier. Nicht? Hier los. Nein, hier nicht. Das ist dort in der Ecke. Muss jetzt die genaue Bodenplatte treffen oder was? Ah, hier. Es hat ja ein bisschen gedauert. Ein Mond für dich. Versteckte Mond gefunden. Na, so versteckt war er jetzt auch nicht, aber gut. Hier habe ich noch einen gesehen irgendwo. War hier oben nicht irgendwo auf der Turmspitze noch ein Mond? Dann nehmen wir die natürlich gleich mit. Wo wir immer hier sind. Den zweiten Mond schon hier. Ein Mond für dich. Nickt über die Wüstensiedlung. Oha. Warte mal, da sind pinke Münzen. Violette natürlich. Pink, rot, violett. Ja. Gut. Bisschen Farbenblind, der Zwerg. Ich habe eine pink, rot, violett Schwäche. So sieht's aus. Wo müssen wir hier runter? Ich meine, da gab es die Münzen. Ah ja, genau hier. 15 haben wir jetzt ja schon. Können wir noch mal kurz in den Shop gucken, was es dafür gibt. Und da ist der Shop. Oder nicht? Doch. Ja, hier gibt es noch viel mehr, um nie deine Münzen zu sammeln.
Wir schauen erstmal, was gibt's hier. Oh, für 15 können wir uns hier das Outfit kaufen. Vielleicht das nächste Outfit hier. Können wir uns auf die Wüste einstellen. Gekauft. Warum nicht? Jetzt umziehen. So, Sombrero. Schön für die Wüste eingerichtet. Jetzt umziehen. Haben wir gleich einen neuen Look. Na komm. Mexikaner. Mexikaner oder Spanier. Mexikaner. Mexikaner. Mit Sombrero. Das ist doch so mexikanisch. Dingens. Mäßig. Vor allem Dingens mäßig. Sombrero Mario. Ach, hier waren wir schon oben drauf. Dann sollten wir vielleicht mal langsamer in die Richtung gehen dort. Die seltsame Brotpaar Bowser und Peach ist vorhin in die Ruine rein, seitdem noch nicht zurückgekehrt. Na, dann folgen wir dir mal und werfen uns unseren Sombrero. Schau mal, Bowsers Fußspuren. Ne, das sind meine. Also hier, zack, ein paar goldene Gummas besiegen. Und trotzdem eben Ruineneingang. Jetzt ein paar Münzen. Können wir gebrauchen. Können wir das Zeugs von kaufen. Wir können mit Ausschau halten. Oh wei. Liegt noch was vor uns. Jetzt sind wir raus hier. Ein paar Gumbas besiegen. Wie war die Wirbelattacke nochmal? Die war hier. Genauso. Man kann hier nochmal drauf springen. Hier jetzt ein paar Münzen. Die nehme ich natürlich mit. Die lasse ich übrig. Und die eine einzige einsame Münze. So. Jetzt kommen wir auch hier mit der Mütze. Sehr gut. Fahrzeugblöckchen. Geerntet mit der Mütze. Oh, und ich habe Kugelwillis. Und da weiß ich schon, wie ich sie benutze, die Kugelwillis. Nämlich so. Um darüber zu kommen. Erstmal die Kugelwillis kapern. So. Hier weiß ich doch auch schon. Dann müssen wir mal die Kugelwillis auf uns denken. Auf die Blöcke, um genau zu sein. Ja gut, das hätten wir auch bleiben lassen können. Getroffen zu werden. Das ist nicht die beste Möglichkeit. Na komm hier. Und du kommst mit. Na komm. Ein Block haben wir da hinten noch. Da gibt es einen Mond. Und Mario ist fast tot. Ein Mond für dich im Inneren eines Blocks. Sehr gut. Das wusste ich noch, das konnte ich mir noch merken. Da geht's hoch. Aha. Stehen die Münzen um den Eisberg rum. So weiter geht's. Hier noch ein paar Münzchen. Münzen. Später werden wir froh darüber sein, dass wir die Münzen gesammelt haben. Oh wei. Komm rüber. Sachte. Sehr gut. Oh, da gibt es ein paar lilane Münzen. Im 8-Bit-Bereich. Sehr schön. Ein paar goldene Münzen fallen noch. Wie können wir uns am Ende die Badehose leisten? So, hier im 8-Bit-Bereich auch nicht erledigt werden. Sehr gut. Hier können wir hoch. Hier können wir raus in die 3D-Welt zurück. Oh, noch ein Mond in einer Kiste. Am ganz woanders.
Die wurde rüber teleportiert. Die war nicht so leicht. Oh, ja, ich weiß. So, dann müssen wir erstmal Google Willi. So, ich würde mal hier rüber. Ach nee, da müssen wir zu, da wollen wir zu dem Mond hier hin. In den Google Willi. Sehr gut. Aus einer Kiste in den Ruinen. Unser vierter Mond jetzt hier schon. Sehr schön. Sind wir hier schon auf Mondjagd. Wir müssen uns mal einen Google Willi zurücknehmen. Bei Gelegenheit. Na, kommen hier noch welche? Google Willis. Eben kam noch einer. Ah, hier. Aber es ist fast zu spät. Um ihn zu kapern. Ah ja, wir versinken im Sand nicht sofort. Ah, wir versinken, springen, springen. Wir versinken nicht. So schnell geht das nicht. Dann müssen wir den 8-Bit-Bereich nochmal machen. Rein mit uns. ZL drücken. Okay, da können wir ducken. Verstehe. Uha. Und raus hier. Da können wir hier mal rüber, können wir die Plattform ignorieren. So, zack. Da geht's die Treppe hoch. Wir bräuchten mal ein paar Herzchen. Ein Herz für Mario. Das wäre nicht schlecht. Im Busch ist nicht viel los. Nichts im Busch. So. Der Eingang war dort. Die Pixelröhre. Rein dort. Dann geht es einmal um den Block rum. Einmal um den Turm rum. Keine 8-Bit-Welt. Um den Turm rum. Da sind wir das erste Mal Game Over gegangen. Da wird uns ein bisschen Geld abgezogen. Und weiter geht's. Von hier aus. So. Wir haben keinen Mond verloren. Sind hier beim letzten Checkpoint. Ja. Eine sehr winzige Bestrafung. Den Mond haben wir nicht verloren. Wir müssen nur vom letzten Savepoint aus. Und das 8-Bit-Game nochmal machen. Ah, hier hätte es jetzt mehr Geld gegeben, wenn wir die in einem getroffen hätten. Ja, die pinken Münzen haben wir schon. Brauchen wir nicht nochmal sammeln. So, cool, Willi. Hier nochmal rüber. Ist kein weiter Weg. Kann man schaffen. So, jetzt hier mal nochmal hoch. Da gibt es eine extra Münze. Oh, ein Herz. Ein Herz für Mario. Sehr schön. Und dann mal hier rein. Und weiter geht die Reise. Ach so, muss auch springen. Nein. Hätte ich mich fast geduckt. Vorsichtig, Mario. Vorsichtig. Oh wei. Muss hier ein bisschen aufpassen, was ich tue. Ach, hier gibt es noch ein paar. Versteckte. So, Achtung. Hier oben weiter. Oh wei. Und jetzt hier. Sind wir schon auf der Spitze. Einmal check the point. Check the point und hol den Stern. Den Mond. Ein Mond für dich oben auf dem Ruinenturm. Sehr schön, unser fünfter Stern. Es sind noch einige übrig hier in den Landen. In den Wüstenlanden. Mondstücke im Sand. Da haben wir noch einige zu finden, bis wir die Odyssee wieder auf Trab bringen können. So, weiter geht's.
Achso, ja, das sollte man mal machen. Zu spät. Ist vielleicht auch besser so, wenn wir es nicht machen, weil dann passiert das hier. Und wenn die Felsen zwar weggeräumt. Aber Mario muss nicht knüpfen. Da wollen wir lang. Sonst werden wir hier runtergestürzt. So, jetzt geht's hier lang. Oh je, hier lang. Ja, müssen wir halt ein bisschen Jump and Run Skills zeigen. Wenn hier die Strahlen aktiviert werden. Ansonsten passiert das hier. Es aktiviert das eine natürlich das nächste. Oh wei. Mit Energie geht's zu Ende. Backup. Und hier gibt es wieder drei Leben. Oh, hier haben wir den aktiviert. Sehr schön. Oh, ein Mondstück. Wie hießen die Kollegen nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Den können wir hier entlang Mondstücke sammeln. Machen wir auch gerade mal. Kein Mondstück hier. Ich kann dagegen laufen. Ich komme nicht weiter. Woran liegt das denn? Woran liegt das bloß? So, ganz wichtig, was wir hier machen können, ist das hier. Da kommen wir auch zu dem einen Mondstück. Nehmen wir hier. Ganz langsam. Nicht in die pinke Matsche fallen. Geht auch schnell, wenn man weiß, wo es dann geht. Da steht das Gefahrenschild. Okay, für ein paar pinke Dollar. Vorsichtig Mario, vorsichtig Mario, vorsichtig Mario, vorsichtig Mario. Und jetzt wieder zurück. Na toll. Oha, gefährlich. Hoch mit dir, hoch mit dir. Oder hier rüber. Sehr gut. Wir brauchen die nochmal. Können wir nochmal gucken, ob es hier noch weiteres gibt. Unsichtbare Sachen sichtbar machen. Drei Mondsterne brauchen wir hier noch für den nächsten Stern. Das ist ein P-Switch. Schön. Ich glaube, ich gehe erstmal mit Mario weiter. Lass mal den verwirrt zurück. Und wir müssen hier auf den Turm drauf kommen. Vielleicht auf eine unsichtbare Plattform oder so. Und das ist der Stecken, nee, da drüben ist irgendwas. Und da kommen wir gerade noch nicht hin, oder? Ah, da gibt's dann den Mond, oder was? Ich fürchte, ich brauch dich hier noch irgendwo für. Ach, da oben gibt's Plattformen. Ah, da gibt's eine unsichtbare Plattform, die wir freigeschaltet haben. So, hier, hoch. Vielleicht hier bräuchten wir einen von den Steinkollegen. Da hinten ist ein Mondteil. Und wir laufen dann früh in die Luft. Man kann es ja ungefähr erraten, wo es lang geht. Oh, hier nicht. Gut, dann machen wir es eben auf diese Weise. Ablösung. Der Kollege kann gehen. Damit dem mal hier hoch.
Da sehen wir auch, wo wir lang können. Relativ breiter Weg. Ah, hier geht's rüber. Da ging's nicht rüber. Müssen wir hier über den Sumpf laufen. Die fand ich Aktion. Wir können aber langsam rübergehen. Lassen uns ein bisschen Zeit. Hält ja nicht. Das alles für ein Mondstück. Bleiben zwei übrig. Wir können auch einfach runterspringen. Hier oben gibt es glaube ich sowieso nichts mehr. So, den P-Switch können wir noch nicht freischalten. Kaktus laufen. Gegen den Kaktus gelaufen. Können wir die Kakteen vielleicht Kaktussen aktivieren? War so eine Idee. Dann die Mütze drauf werfen. Oha. Nah am Abgrund. Eine Monddingens. Brauchen wir ja noch. Suchen wir die Lande ab. Okay, hier nicht. Einer fehlt uns noch, der ist hier irgendwo. Irgendwo hinter einem Kaktus versteckt oder so. Ah, hier haben wir den. Das letzte Mondteil. Da gibt es den Mond. Das war ja ein Aufwand für einen Mond. So, zack. Ein Mond für dich. Mondstücke im Sand. Oha. Da findet sich die Paranoide. Ja, die Paranoide. Genau. Kopfstand Pyramide. Showdown.